Hallo, hier ist Ronja und willkommen zu einem neuen Vlog. Heute nehme ich euch mal mit, nicht wirklich irgendwo hin, weil wir relativ viel in der Wohnung sein werden. Aber wir machen einen kleinen Ausflug mit einem meiner Kätzchen. Die Sonne scheint, es ist wunderschönes Wetter und man darf ein bisschen spazieren gehen. Wir haben hier direkt irgendwie 5 Minuten Laufweg von meiner Wohnung. Ein großes Feld, was echt schön ist. Deswegen, da war er schon mal. Ich lade nebenbei mein Handy. Ich weiß nicht, was es ist, ja. Also vorher habe ich mich immer über die Leute lustig gemacht, die App benutzt haben. Aber ohne Schmarrn. Dieses blöde TikTok, ja. Ich lag gestern ohne Mist bis irgendwie 3 Uhr nachts wach. Ich habe das nicht mal mitgekriegt, dass die Zeit so spät war. Ich lag bis 3 Uhr nachts wach und habe durch TikToks gescrollt. Und ich war am Anfang nur so, ja, das ist eine App für Kinder, sowas benutze ich nicht. Ich habe sogar mal was hochgeladen gehabt, das war aber wegen dem Sponsorship. Das war so eine Umweltkampagne und dann hatten die mich angefragt, ob ich das mache. Und dann war ich so, ja, cool, das kann ich machen. Und dann habe ich das gedreht, das hochgeladen, habe dann die App direkt wieder deinstalliert. Und, ja, das war meine Erfahrung. Jetzt habe ich es aus irgendeinem Grund wieder installiert, weil ich die ganze Zeit YouTube-Videos dazu sehe. Und ich war so, ich verstehe es nicht, aber ich will es gerne verstehen, damit ich nicht wie einer von meinen Großeltern bin, wenn die nach Technik gefragt werden. Und es ist furchtbar. Es macht so süchtig. Es ist nicht mehr feierlich. Ich habe übrigens eine neue Kamera. Ich hoffe, ihr merkt es. Es ist technisch gesehen voll hochauflösend und ich bin noch nicht ganz sicher, wie man sie richtig benutzt, aber jetzt habe ich ja Gott sei Dank ein bisschen Zeit und jetzt versuche ich das rauszukriegen. Das heißt, wenn die Videos am Anfang noch ein bisschen wonky sind, dann tut es mir leid. Ich habe jetzt aber auch 2 neue Stative und ich hoffe, dass die Videoqualität jetzt besser wird. Bitte verzeiht mir, wenn sie es am Anfang noch nicht ist, aber es ist eine Lernkurve. Sie wird irgendwann richtig gut werden. Es ist eine 4K-Kamera, also freut euch auf 4K-Videos. Ha? Ha? Okay. Übrigens, falls ihr selber TikTok benutzt, dann folgt mir mal. Ich warte, bis meine Kätzchen es aufgegessen haben und dann schnappen wir uns einen Transportkorb und machen uns auf den Weg. Die Katzen stehen so auf Pakete, das gibt's gar nicht. So, wir sind draußen. Es ist kalt. Es ist nicht mehr super kalt, es ist nur windig. Ich dachte, es ist viel wärmer draußen. Deswegen bin ich voll frisch angezogen. Und die ganzen Leute hier, also die hier in der Entferntheit rumwandern, haben alle so richtig dicke Jacken an. Und ich sitze hier mit kurzen Hosen. Ich sitze noch nicht, aber ich bin hier mit kurzen Hosen und mit bauchfreiem Shirt. Ich weiß nicht, wie schlau das Ganze war, aber hey, wird schon. Meine Katze ist sehr zufrieden gerade. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber die schnurrt fröhlich vor sich hin, weil die weiß schon, dass wir rausgehen. Das heißt, also sie weiß, dass sie gleich rauslaufen darf. Und ja, ist sehr zufrieden. Normalerweise, also ganz am Anfang hat sie ein bisschen miaut, als wir das erste Mal rausgegangen sind. Ich bin alleine mit ihm rausgegangen. Einmal ist mein Mitbewohner mitgekommen. Das war auch das Mal, als er weggelaufen ist. Aber, ja, diesmal wird's besser. Kleiner Tobi-Mann. Willkommen in der Freiheit. Hallo. Hey. Ist so cute, immer wenn er rausläuft. Es ist voll schön hier. Ich weiß ja nicht, also falls ihr einen Balkon habt oder sowas, dann ist es ja das Gleiche, aber es ist so angenehm, einfach mal rauszukommen. Es ist nicht mal so, dass ich sonst so viel rausgegangen wäre, aber jetzt ist es einfach die Sache von,
man soll es halt nicht mehr unbedingt so viel machen, was ja auch sinnvoll ist, aber es tut schon ein bisschen weh, deswegen freue ich mich echt. Ich habe das Feld erst vor kurzem entdeckt, ich habe keine Ahnung, warum mir das vorher nie aufgefallen ist. Ich wohne hier schon seit mittlerweile ungefähr anderthalb, zwei Jahren, nicht ganz zwei, aber anderthalb passt besser. Und ich habe ehrlich gesagt noch nie gewusst, dass hier ein Feld ist. Ich habe das irgendwie vor zwei Wochen das erste Mal entdeckt, als ich angefangen habe zu fasten. Und dann habe ich gedacht, oh ja, du hast nichts zu tun, normalerweise verbringst du viel Zeit mit Essen, jetzt darfst du nicht mehr essen. Und dann bin ich viel spazieren gegangen draußen und habe das dadurch gefunden, weil ich auf Google Maps geschaut habe, ob irgendwo ein Feld in der Nähe ist. Und Google Maps war so, ja, ja, 5 Minuten Laufweg von deinem Haus weg, einfach die Straße runter, dann bist du da. Und ich war auch nur so, oh ja, geil. Jedenfalls ist es jetzt ganz gut zu wissen, es kommt ganz klatsch. Meine Katze wandert im Hintergrund irgendwo rum. Ich weiß nicht, ob ihr ihn seht, wahrscheinlich nicht. Der ist irgendwo im Gestrüpp und freut sich, dass er auch raus darf. Und genau, ich hoffe ja sehr, dass er diesmal wiederkommt. Wie ich vorhin schon kurz angeteasert habe, ist er einfach weggerannt letztes Mal und kam dann nicht wieder und war dann einfach im Wald. Und ich war auch nur so, ah, Chovy, komm zurück. Und er hat mich angeguckt und ich habe mit meinem Leckerchen gewedelt und war so, Chovy, Chovy, Chovy. Chovy. Geht einfach wieder. Aber er war nur so, nö, ich sehe dich, aber ich möchte jetzt ehrlich gesagt nicht mit dir mitkommen. Und dann hat Olli ihn aus dem Wald getragen. Das war ein Ding. Aber ja, ich hoffe, dass er diesmal einfach rauskommt. Die ersten paar Male ist er auch einfach wieder hergekommen. Nach einer Zeit hat er auch keinen Bock mehr und dann ist es ihm zu langweilig. Und er würde meistens auch lieber einfach, keine Ahnung, dann kommt er meistens vorne in den Sand, legt sich zu mir, chillt noch eine Weile, liegt in der Sonne und das ist ganz nice. Richtig unangenehm. Eben als ich geredet habe, ist so jemand an mir vorbeigelaufen und hat mich nur angeguckt und war so, was macht sie da? Richtig, ich hasse es. Das ist das Ding. Eigentlich ist es ganz nice, dass nicht mehr so viele Leute hier draußen rumchillen, weil früher waren hier immer so Teenager-Grüppchen. Es ist angenehmer zu filmen, aber sehr viel unangenehmer, wenn trotzdem jemand läuft und du gerade voll in einem Monolog drin bist. Ich gewöhne mich da bestimmt irgendwann dran, aber nope, heute ist nicht der Tag. Okay, meine Katze kam gerade aus dem Gebüsch wieder zurückgetapst. Ich war leider nicht schnell genug, um die Kamera rauszuholen. Aber jetzt ist er wieder da, was eigentlich ganz cool ist. Magst du noch ein bisschen chillen, Chovy? Ist so schmusig jedes Mal. Ich will euch nicht die ganze Zeit meine schlecht entharten Beine zeigen. Aber er schmust die ganze Zeit und ist voll cute. Chovy, du hast Dreck auf deinem Kopf. Hallo. Er war eben sehr alert, weil ein Hund gekommen ist. Und dann habe ich versucht, ihn festzuhalten und hochzunehmen, damit er chillen kann. Und dann hat er mein Bein voll zerkratzt. Und jetzt ist er zufrieden. Jetzt ist der Hund weg. Magst du wieder nach Hause gehen? Okay. So, wir sind wieder auf dem Rückweg. Er hatte keine Lust mehr, saß nur noch da und war so, ja, wir können auch gehen. Von daher machen wir das jetzt. Es ist nämlich ein bisschen kühl, weil die Sonne schon ein bisschen tiefer steht und deswegen ist nicht mehr so warm. Vorne oben im Sand war es voll warm, aber jetzt im Schatten ist es schon echt kühl. Habe ich auch ganz am Anfang gesagt, als ich rausgegangen bin. Aber alles in allem würde ich sagen, war es ein erfolgreicher Ausflug und wir sehen uns drin wieder. So, wir sind wieder zu Hause. Er ist eigentlich nicht unzufrieden. Er hat mich ein bisschen erwischt, wie gesagt, am Bein, aber tat ihm bestimmt leid. Die Nala sucht gerade die Leckerchen, die ich hier reingetan habe, damit er reingeht. Und no, er ist so süß. Möchtest du gucken, was die... Oh, jetzt hat er sie voll angeatmet. Jetzt ist es so milchig, weil er die Kamera angehaucht hat.
Na, hast du die Leckerlis gefunden? Hm? Hast du die Leckerlis gefunden? Nee, noch nicht? Musst du noch gucken, hm? Riech danach. So, ich habe jetzt gerade gestreamt, weil heute Montag war und wir montags, also jeden zweiten Montag immer streamen. Haben mit ein paar Mitgliedern Roblox gespielt, das hat echt Spaß gemacht. Und jetzt sind wir damit fertig. Es ist schon 7:45 Uhr, wie ihr seht. Es ist mittlerweile auch dunkel draußen. Und meine Katze, seht ihr die im Hintergrund? Ist komplett platt, weil wir heute so lange draußen waren und schläft die ganze Zeit. Ich will sie jetzt nicht aufwecken, weil sonst will ich sie nochmal vor die Kamera halten. Ja, als Abschluss. Aber die pennt jetzt. Die Kleine schläft auch, aber die seht ihr nicht, die ist da oben im Körbchen drin. Da seht ihr vielleicht die kleine Beule unten, aber ihr seht die Katze nicht. Die wachen dann wahrscheinlich gleich erst wieder auf, wenn es Abendessen gibt, aber das ist noch so 2-3 Stunden hin, weil wir meistens, also mein Mitbewohner und ich, relativ spät schlafen gehen und die Katzen sonst nachts hungrig werden so schnell, wenn wir die um 7 füttern würden und dann erst um 10 aufstehen oder so, dann ist es eine relativ lange Nacht für die und deswegen kriegen die spät noch Abendessen. Aber bis dahin ratzen die wahrscheinlich einfach und sind zufrieden. Er hat überall, weil er vorhin ja so im Sand sich gewälzt hat, so kleine Sandkörner im Fell. Ich habe ihn vorhin eine Weile gebürstet, das habe ich leider nicht gefilmt. Aber ja, er ist ein kleiner Sandiger. So, das war's dann aber mit diesem Video. Falls es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dem Ganzen einen Daumen hoch lasst. Ich habe hierfür eine Abstimmung gemacht und 64% bzw. 65%, ich bin nicht ganz sicher, was die Endzahl war, waren dafür, dass wir das hier machen diese Woche. Für nächste Woche mache ich wieder eine Abstimmung. Also, falls ihr es noch nicht gemacht habt, ich glaube, die müsste jetzt so langsam draußen sein oder morgen, dann guckt gerne auf dem Community-Tab vorbei. Dann könnt ihr selber ein bisschen mitbestimmen, was ihr für Content sehen möchtet und dann mache ich das. Ansonsten, falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns nächstes Mal. Ciao!